Ich habe Angst, Angst, mich auch zu infizieren. Das erste Mal fiel es mir tatsächlich bei einem Poetry Slam Moderator auf, da hielt ich es noch für einen Tick, doch dann wurden es immer mehr. Nach den Corona-Lockdowns macht es plötzlich fast jeder Mensch. Dann redeten plötzlich alle von Cringe, dem Jugendwort des Jahres 2021 für Fremdschämen. Doch keiner redete davon, wie cringy die Menschen sind, die mit diesem Virus infiziert sind, deren Sprache an der G-Mutation leidet. Ich will das nicht auch kriegen. Aber ein Impfstoff gibt es noch nicht. Ich will kein Genausager werden. Genau ist mein Unwort der 2020er Jahre, wo Menschen zurzeit freisprechen, sagen sie, genau. Ja, das war's von mir. Genau, jetzt ist die Nächste dran nun. Ich gehe dann mal. Genau. Genau hat sich so rasant durchgesetzt wie Omikron. Es ist das Corona der freien Rede, der Impfdurchbruch der Scheinakkuratheit. Aber ich möchte, solange ich es noch kann, ausrufen, ich bin genau Gegner. Und hört mich an, ihr Genausagerinnen und Sager, euer Genau ist Bullshit. Eure Sprache ist infiziert von Pseudo-Exaktheit. Also schätzungsweise ist das meiner Meinung nach vielleicht ungefähr so genau. Nein! Nichts war genau an diesem Satz. Wer genau sagt, das ist meistens genau das Gegenteil. Euer Genau ist so genau wie eine Verspätungsansage der Deutschen Bahn. Euer Genau ist so genau wie die Impfquotenberechnung des RKI. Euer Genau ist so genau wie eine 14-Tages-Wetterprognose oder ein Wahlergebnis in Berlin. Ja, euer Genau, sogar maximal ungenau, denn genau sagt ihr immer dann, wenn ihr sonst nicht wisst, was ihr sagen sollt. Ihr habt der Genauigkeit das Herz entrissen und sie mit Geplapper ausgestopft. Genau ist das der notorisch Besserwissenden. Genau ist das Füllwort für Akademikerkinder. Nichts ist genau an genau. Nichts, das ist völlig sinnleer. Zwei Silben, von denen die zweite betont ist. Ihr könntet ebenso gut Beton sagen oder Exem. Meine Damen und Herren, soweit also meine Analyse der prognostizierten Umsatzentwicklung der Pkw-Sparte unter Berücksichtigung anhaltender Halbleiterknappheit. Ja, Exem. Gibt es dazu Beratungsbedarf? Nein, Exem, dann übergebe ich mal für das nächste Impulsreferat an Frau Prof. Dr. Hiltrud von Savigny von der Universität Exem Heidelberg. Ja, Exem, Sie können. Beton? Also es war mein Referat, wieso Bodenversiegelung in Städten nicht so gut ist. Beton, ja. Hat noch Beton jemand Fragen? Nein, keine weiteren Fragen. Der Sprecher ist entlassen. Natürlich sind diese Beispiele hanebüchener Unsinn. Aber das ist genau auch früher. Da sagte man genau nur dann, wenn man wirklich etwas rückbestätigen wollte. Herr Schellenhuber, Sie sagen, das 1,5-Grad-Ziel im Klimaschutz ist kaum noch zu erreichen. Genau, absolut richtig. Dein Vater hat die Schwester deiner Mutter geheiratet, weswegen du jetzt gleichzeitig die Nichte deiner Stiefmutter bist? Genau, und mein Vater ist mein Onkel. Genau ist grammatikalisch ein bestätigendes Antwortpartikel. Partikel, das klingt doch schon krank, wie Follikel. Und ja, es ist wahr. Genau ist ein bestätigendes Antwortfollikel, das plötzlich auf farblosen Sätzen wächst. Ein Nonsensbläschen, das irgendwann aufplatzt und drin ist das müffelnde Genau-Virus, das sich per semantischer Tröpfcheninfektion auf andere SprecherInnen überträgt. Eigentlich müssten alle Genausagen in amtliche Schweigequarantäne geschickt werden, bei schweren Verläufen an den eisernen Duden angeschlossen werden. Bis dahin setzt die Gesellschaft für deutsche Sprache das G-Wort auf den Blabla-Index für invasives Vokabular. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist von übel, hat der berühmte Rhetoriktrainer Jesus von Nazareth mal gesagt. Genau ist darüber, genau ist von übel, genau ist Gottes Werk und Teufelsfüllikel. Wahrlich, ich sage euch, seid doch einfach mal genau in dem, was ihr sagt. Dann müsstet ihr nicht immer genau hinterherlügen. Wer genau ist, ist souverän. Wer genau sagt, wirkt so souverän wie Christian Lindner als Finanzminister. Aber warum, warum genau? Was ist aus dem guten alten geworden? Was hat genau, was herkömmliche Füllwörter nicht hatten?
Es tut halt so, als sage etwas. So ist es kein Zufall, dass nicht Ödem oder Exem oder Beton die Karriere zum Füllwort des 21. Jahrhunderts gemacht haben, sondern genau. Denn genau ist nicht nur Adjektiv oder positive Rückbestätigung, sondern beides in einem. Es ist semantisch non-binary. Genau ist das Füllwort zur Zeit. Genau ist die bestätigende Antwort auf alles. Aber es gibt keine Antwort auf alles, außer 42. Das ist auch nicht sonderlich genau. Genau suggeriert Gewissheit in einer Zeit, in der Gewissheiten immer seltener werden oder niemand da war, der sie einem gab. Es kann doch kein Zufall sein, dass wir alle noch ganz normal in den Lockdown reingingen und als Genausagende wieder aus der Isolation gekrochen sind. Genausagen ist Selbstbestätigung. Und weil monatelang niemand da war, der euch Bestätigung gab, dann machtet ihr es euch halt selbst. Ob du recht hast oder nicht, sagt dir gleich dann ich. Ja, genau. Quatsch! Was bist du eigentlich für ein charakterschwaches Würstchen, dass du dich laufend selbst bestätigen musst? Genau ist der verbale Mundgeruch der Unsicherheit. Kluges wird nicht klüger, wenn du genau hinterher sagst. Bullshit wird nicht wahrer, wenn du genau hinterher sagst. Ungenaues wird nicht genauer, wenn man genau hinterher sagt. Sag, was du zu sagen hast, und der Rest sei Schweigen. Und wenn ich jemals einen Bühnenvortrag mit den Worten beenden sollte, genau, das war's von mir. Genau, und jetzt kommt das erste Halbfinale im Poetry Slam. Dann bitte ich euch, mir eins auf die Nase zu geben. Aber zieht dabei bitte genau.